Detlef Clausen, Sie haben sich seit Ihrer Jugend ein Leben lang mit der kritischen Theorie auseinandergesetzt und das bedeutet auch viel harte Arbeit. Ich möchte Sie aber zu einem lichten Moment befragen. Es geht ja um Aufklärung, Les Lumières. Können Sie uns erzählen, dass Sie mit und durch diese Dialektik der Aufklärung, dass Ihnen da ein Licht aufgegangen ist einmal in Ihrem Leben? Ja, das kann ich ganz einfach erzählen. Ich bin nach Frankfurt gekommen 1966, nach dem Abitur, als ich 18 war. Ich hatte vorher einen Vortrag von Adorno einmal in Bremen gehört und war so angetan, dass ich mir sagte, das ist der Mann, bei dem ich lernen möchte. Und einen Tag nach dem Abitur habe ich mich in den Zug gesetzt und bin nach Frankfurt gefahren und habe mich dort eingeschrieben. Und dann geriet ich auch in die Kreise des SDS damals, des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes, und lernte den später als Studentenführer bezeichnenden Hans-Jürgen Krahl kennen. Und er sagte zu mir, wenn du überhaupt mitreden willst, dann achte mal darauf, in dem Studentenheim, wo du wohnst, da kommt demnächst der Marburger, so hieß der, mit den Raubdrucken vorbei. Und da kaufst du dir zwei Bücher, Geschichte und Klassenbewusstsein von Georg Lukács und von Adorno Horkheimer, die Dialektik der Aufklärung. Habe ich gemacht. Februar 67 habe ich die dann erworben, am Ende meines ersten Semesters. Und tatsächlich muss ich sagen, diese beiden Bücher haben mein Leben verändert, zumindest mein geistiges Leben haben sie völlig verändert. Ich wusste damals überhaupt noch nicht, wie mir dann ein anderer Freund erzählte, dass die Dialektik der Aufklärung ganz billig antiquarisch zu haben ist, weil die immer noch in den Kellern des Amsterdamer Querido Verlages lagerten. Das Buch war unverkäuflich. Kein Mensch hat sich damals 1967 dafür interessiert. Das änderte sich allerdings rapide nach dem 2. Juni 1967, als dann irgendwie die Leute auf die Idee kamen, irgendwas muss doch hinter dieser Studentenbewegung in Deutschland stecken und das können doch nur solche Leute wie Horkheimer, Adorno und Marcuse sein. Und dann auf einmal war ein unglaubliches Bedürfnis danach da, nach diesen beiden Büchern übrigens, das weiß ich auch von Georg Lukács, der, nachdem man ihm erzählt hatte, er lebte ja damals in Budapest, nachdem man ihm erzählt hatte, dass Geschichte und Klassenbewusstsein, das er selber ja unterdrückt hatte, dieses Buch, dass das in Deutschland als Raubdruck verkauft würde, hat er gesagt, okay, ignorieren. Er war aber irgendwie zutiefst erfreut, dass das so der Fall war. Während das mit der Dialektik der Aufklärung war das anders. Adorno wollte immer, dass das Buch rauskommt. Horkheimer wollte das nicht. Und der Druck und wuchs und wuchs und wuchs, um besonders auf Horkheimer endlich eine Wiederveröffentlichung zuzustimmen. Und daraufhin hat er gesagt, gut, wir machen das, wir geben das neu raus. Die Dialektik der Aufklärung ist schließlich unser Hauptwerk. Aber das muss in irgendeiner Weise geglättet werden. Das soll nicht so sein, wie wir es ursprünglich konzipiert haben. Und da gibt es auch die bestimmten Änderungen, die dann in der Neuveröffentlichung von 69 drin sind. Aber das Erste war, dass er von Adorno verlangte, er sollte da ein historisierendes Vorwort dazu schreiben. Also historisierend auf die Situation 68, 69 bezogen. Historisierend auch sozusagen, dass das ein Buch ist von 1944 und 1947. Da sah die Welt noch anders aus, war ja die Welt vor dem Kalten Krieg. Und Adorno, im Adorno-Archiv können Sie das nachsehen, hat ungefähr zwischen 90 und 100 Entwürfen geschrieben. Horkheimer aus Montagnola hat jemand zurückgehen lassen. Warum? Ja, er fand, das war zu radikal oder irgendwie sozusagen nicht historisierend genug. Aber Sie sagen, das Bedürfnis nach diesem Buch 69 war eher das Bedürfnis ja der Zuschauer. Was steckt denn hinter der Studentenbewegung? Welche Rolle hat das Buch denn, also in, zum Beispiel im SDS gespielt? Also bei Ihnen persönlich? Ja, natürlich war also sozusagen diese ganze Gruppe um Krahl war sehr stark an der kritischen Theorie orientiert. Und für uns spielte gerade der frühe Horkheimer eine ganz große Rolle. Also besonders der Horkheimer, der eben der Autor von Traditionelle und kritische Theorie war. Und dadurch wurde eben so ein Sinn für kritische Theorie erweckt. Mhm. Und die kritische Theorie, und da kommen wir eigentlich zur Bedeutung des Buchs selbst,
Das war für uns völlig unübersehbar. Es ist eigentlich das einzige Buch, das gleichzeitig zu den Geschehen in Auschwitz geschrieben worden ist und das versucht, in alle Reflexionen mit aufzunehmen. Und insofern ist es wirklich ein Buch des Jahrhunderts und ein Jahrhundertbuch. Wenn wir jetzt die Entstehungsbedingungen etwas betrachten, die gesellschaftliche und die politische Situation, in der das Buch entstanden ist, das muss man sich mal klar machen, es ist gleichzeitig, sagen Sie, gleichzeitig zu Auschwitz entstanden, also in den 40er Jahren. Ja, und zwar im Kalifornien. Und auch das gehört eben dazu, dieser Widerspruch, der von denen sehr deutlich erlebt wurde, von Horkheimer und Adorno, aber auch von Marcuse. Nicht? Wir leben hier in Kalifornien, weit vom Schuss, wie Adorno das mal in den Minima Moralia formuliert hat. Wir leben hier in Kalifornien, wo man den Eindruck haben könnte, das Land könnte in ein Paradies übergehen oder das Leben könnte in ein Paradies übergehen. Und gleichzeitig findet in Asien und in Europa die schlimmste Barbarei oder der Rückfall tatsächlich in die Barbarei statt. Diese Gleichzeitigkeit von ungeheurem Potenzial, ungeheuren Möglichkeiten. Kalifornien war ja ein Land der Zukunft in dieser Zeit, im Kontrast zu dem, was in Asien und in Europa sich abspielt. Und ich sage das bewusst mit Asien und Europa, weil das auch ein Abschnitt war. Nämlich damals ging man wöchentlich ins Kino, mindestens einmal in der Woche, wenn nicht dreimal, die wohnten ja in Hollywood, dreimal ins Kino und da liefen immer vor den Filmen die Newsreel, die Wochenschauen. Und das spielt auch im Kulturindustriekapitel in der Dialektik der Aufklärung eine Rolle. Dadurch hast du ein Bewusstsein immer von Gleichzeitigkeit gehabt. Also du siehst irgendwie eine Liebesschmonzette, ne? Und vorher hast du aber irgendwie die Nachrichten aus Asien, der Pazifische Krieg und die japanischen Gräuel, die in China begangen wurden und andererseits die Gräuel, die in Europa stattfinden. Und dieses Nebeneinander von Newsreel, Gegenwart, Gleichzeitigkeit und Hollywood-Produktion, großer Film, großes Kino, das gehört zusammen und das gehört auch in die Kulturindustrie rein und macht dieses Kulturindustrie-Kapitel nicht nur so up-to-date damals, 1944, sondern gleichzeitig so prognostisch für das, was kommt. Was mir jetzt neu war, ist, dass Sie sagten, für Adorno und Horkheimer, für Adorno vor allem, sei das auch so etwas wie ein mögliches Paradies gewesen, dieses Kalifornien. Das hat aber wenig Spuren hinterlassen in dem Buch Dialektik der Aufklärung. Doch, das gehört sozusagen zur Grundstimmung. Das gehört einfach zur Grundstimmung. Immer wieder wird betont, die Produktivkräfte sind so weit entfaltet. Man kann sich ein Leben ohne körperliche Arbeit vorstellen. Und dass gerade die Glücksgüter, und das dafür steht ja Hollywood, dafür steht Kalifornien, überhaupt das Leben, ne, Happy Consciousness, das steht irgendwie dafür, dass man irgendwie da ocean-minded nicht auf das Meer guckt. Und dass die Glücksgüter, und das ist die großartige, progressive Idee, dass die Glücksgüter zur Fesseln der Menschheit werden und ein zum Unglück der Menschen werden. Und das ist, da hat man dann irgendwas gesagt, Romantik, Technik, feindlich, alles Quatsch, stimmt überhaupt nicht, ne? Sondern es geht darum eben Dialektik der Aufklärung. Ne? Die Aufklärung ist die Kraft, die es uns möglich macht, uns von den Fesseln der Natur zu befreien, gleichzeitig aber wird sie zu Fesseln der Menschheit und unterdrückt die Natur im Menschen. Also erinnert mich jetzt, was Sie sagen, als Grundthese des Buches gerade an den zweiten Satz, glaube ich, ist es gleich am Anfang. Aber die vollends aufgeklärte Erde strahlt im Zeichen triumphalen Unheils. Also das triumphale Unheil ist ganz klar, das ist Krieg, das ist Faschismus, das ist die Judenvernichtung. Aber ist das nicht ein Mangel an Aufklärung? Nein, da müssen Sie diese amerikanische Seite von der Dialektik der Aufklärung sehen. Und die haben die meisten Leute überhaupt nicht gesehen, die amerikanische Seite. Es ist eine ganz merkwürdige Totalitarismustheorie, bevor die Totalitarismustheorie entwickelt wurde. Die Totalitarismustheorie, die nach 48 entwickelt wurde, die war ja sehr simpel. Da hat man irgendwie gedacht, ja, die Nazis waren, ne, und die Sowjetunion ist es. Ne? Das hat aber mit der Gesellschaft, in der wir leben, gar nichts zu tun. Die Reflexion der Dialektik der Aufklärung ist eine ganz andere. Die Aufklärung ist ein universales
Moment. Die ist universal. Die ist nicht nur in Russland oder in Deutschland mangelhaft entwickelt oder sonst etwas, sondern die Aufklärung ist ein universales Phänomen. Moment, das ist aber ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, wenn er Aufklärung sagt, meint er nicht die Epoche der Aufklärung, sondern er meint viel mehr. Das ist ganz, ganz wichtig. Und er meint nicht nur Geistesgeschichte. Also beide, die meinen nicht nur Geistesgeschichte. Aufklärung ist ein realer Prozess. Man kann auch sagen, Aufklärung bedeutet die Verbürgerlichung der Welt. Oder das Zeitalter der bürgerlichen Zivilisation. Und das ist global. Ne? Beginnt ungefähr um 1600, ne? Und endet irgendwann zu diesem Zeitpunkt. Das ist das Gefühl davon. Mhm. Es endet. Und das ist die These. Deswegen Selbstzerstörung der Aufklärung bedeutet Selbstzerstörung der bürgerlichen Gesellschaft. Und die Nazis wie die Bolschewiki sind beides Produkte der bürgerlichen Zivilisation. Das ist das Problem. Wie kommt das, dass eigentlich die Aufklärung, die dazu da war, den Menschen aus den Fesseln der Naturabhängigkeit zu befreien, Kräfte freisetzt, die eigentlich zur Selbstzerstörung der Aufklärung führen? Und das ist ja immer der Idiotismus, dass die Leute immer glauben, irgendwie die Nazis, die waren irgendwie technikfeindlich, geistfeindlich und so weiter. Ja, geistfeindlich waren die schon, aber die waren totale Technikfreaks. Das fanden die ganz toll. Alles muss das technisch Modernste sein. Und Sowjetunion sowieso. Der technische Fortschritt war das Größte. Das heißt, das war ja eigentlich das sozusagen noch fatalere eigentlich an der ganzen sowjetischen Entwicklung, dass die sich als Fortführung der Aufklärung betrachtet haben. Die Fortführung der Aufklärung führt aber in die Perfektionierung der Menschenbeherrschung. Die sagen ja, von Anfang an sei diese Aufklärung ganz eng mit Herrschaft verknüpft gewesen. Und zwar mit Herrschaft von Menschen über Menschen. Und das ist für uns auch ungewohnt. Wir sind es doch eigentlich gewohnt, die Aufklärung als Widerstand gegen die Herrschaft von Menschen über Menschen, als Vorbereitung zum Beispiel der Französischen Revolution zu sehen. Wieso ist Aufklärung so eng mit Herrschaft von Menschen über Menschen verbunden? Ja, denken Sie an die Aufklärer selbst. Denken Sie Montaigne, Francis Bacon, nicht? Der war Kanzler, nicht? Der Königin Elisabeth. Nicht? Die waren von ganz oben. Das waren wirklich große Herrschaften. Und die haben sich aber vorgestellt, dass man die Herrschaft ablösen könnte, die sie als irrational empfunden haben, als traditionelle Herrschaft eben empfunden haben, dass man die abschaffen könnte und durch etwas Neues ersetzen könnte. Und das ist ja die enorm progressive Idee, nämlich der Herrschaft der Gesetze. Das statt Herrschaft von Personen, eine Herrschaft der Gesetze. Aber Herrschaft der Gesetze heißt immer noch Menschenbeherrschung. Und das ist dieser komplizierte Prozess, nicht, dass der Fortschritt gleichzeitig ein Stück Befreiung ist, nämlich von der alten personalen Herrschaft, und gleichzeitig ein Stück neue Fesselung ist, nämlich Fesselung an menschliche Gesetze. Und diese menschlichen Gesetze bedeuten ja zum Beispiel nicht, damit sie überhaupt arbeitsfähig sind, müssen sie schon mal ihre Triebe unterdrücken. Das heißt also, die innere Natur des Menschen muss zivilisiert werden und das ist auch ein Herrschaftsprozess. Und hier wird jetzt nicht irgendwie ein Bild absolute Herrschaftsfreiheit entworfen, sondern wir werden aufmerksam gemacht auf ein Stück Realität, das sich im Kleinen wie im Großen abspielt. Nämlich, dass wir immer dieses Doppelte haben. Moderne bedeutet das Doppelte, nämlich zunehmende Menschenbeherrschung bei gleichzeitig zunehmender Naturbeherrschung. Das ist das Spannungsverhältnis, in dem wir leben. Und jetzt ist aber auch wieder ein ganz berühmtes, wie soll man sagen, Missverständnis oder falsches Verständnis der Dialektik der Aufklärung. Die Dialektik der Aufklärung ist nicht eine irrationale Kritik an der Aufklärung, sondern sie versucht, den Optimismus der Frühaufklärer zu verwandeln in ein Realitätsbewusstsein. In ein Realitätsbewusstsein, nämlich der Dialektik der Aufklärung. Aufklärung ist nicht nur einfach etwas Gutes, ne? Sondern Aufklärung muss über sich selbst nachdenken. Was ist denn der Unterschied zwischen der personalen Herrschaft und der Gesetzesherrschaft? Ein Stück Anonymität? Ja, und das bedeutet ja vor allem tatsächlich ein Stück mehr Freiheit. Ja. Das Individuum soll selbst entscheiden können. Aber das Individuum kann sich nicht gegen die Gesetze entscheiden. Oder wenn es sich gegen die Gesetze entscheidet, erfährt es eben, wie Hegel dann so richtig sagt, nicht die Strafe ist das Recht des Verbrechers. Aber die Gesetze sind natürlich auch anonymer. Das heißt, ein Individuum kann seine Wut oder seine Opposition nicht gegen eine Person richten. Ja, das ist ja ein ganz großes Problem, nicht? Die Depersonalisierung der Herrschaft oder die Anonymität der Herrschaft, die setzt natürlich enorm viel
wie soll man sagen, fantasienfrei. Wer ist eigentlich dafür verantwortlich, dass doch nicht das versprochene Glück daraus wird, sondern ein großes gesellschaftliches Unglück entsteht. Deswegen das letzte Kapitel, Elemente des Antisemitismus. Und die Elemente des Antisemitismus ist genau der Versuch zu erklären, wie die moderne Herrschaft repersonalisiert wird in der Fantasie der Unterdrückten. Das heißt, weil die Herrschaft so anonym geworden ist, gehen die Fantasien los und die Juden werden verantwortlich gemacht für alles Unglück. Auf jeden Fall gibt es eine Determination in der westlichen Geschichte dafür. In der westlichen Gesellschaftsgeschichte gibt es eine Determination, die Juden sind die designierten Opfer. Und die werden dann eingesetzt sozusagen als Personalverantwortliche für das gesellschaftliche Unglück. Ein Stichwort möchte ich noch aufgreifen, weil es oft im Zusammenhang mit der Dialektik der Aufklärung genannt wird. Und das betrifft dieses Verhältnis von Vernunft und Mythos. Wir sind es ja gewohnt, die Aufklärung als Gegensatz zum Mythos zu sehen. Jemand, der sagt, diese Quelle, das ist eine Göttin, die alten Griechen das gemacht haben, von dem würden wir doch üblicherweise sagen, der hat halt noch ein mythologisches Weltbild, während der Aufklärer sagt, das ist nicht eine Göttin, das ist H2O. Dieser Gegensatz scheint mir in dem Buch aufgelöst oder differenziert. Ja, auf jeden Fall. Kann man sagen, zunächst einmal, das fängt ja mit einer Interpretation der Odyssee an, das ist sehr interessant. Eben, wo eben gesagt wird, und da war ich ganz erstaunt, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, ja, dieser Mythos Odyssee, das ist überhaupt der erste Schritt der Individualisierung und der Aufklärung. Ja, und das ist natürlich eine ganz ungewöhnliche Interpretation der Odyssee. Odysseus wird hier als erster Bürger interpretiert. Und das ist natürlich total ungewöhnlich und alle Leute raufen sich die Haare und sagen irgendwie, da gab es doch gar keine bürgerliche Gesellschaft. Aber man muss sich die Frage ganz anders herumstellen. Warum ist es eigentlich so, dass wir in allen bürgerlichen Schulen, nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Schweiz sowieso, sondern auch in England, in Frankreich, in Italien, die armen Kinder, die da durch das humanistische Gymnasium gequält wurden, alle mussten sich mit Odysseus beschäftigen. Warum war das so ein Bestandteil der bürgerlichen Erziehung? Ja, weil dieser Odysseus diese bürgerlichen Qualitäten hat, des bürgerlichen Subjekts. Nicht? Das bürgerliche Subjekt, das die Natur beherrscht und sich selbst beherrscht. Und das wird da herausgearbeitet, im Grunde genommen nicht. Und das ist ja auch der Kern des Humanismus, wie er tatsächlich in der Aufklärung. Deswegen hingen die ja so an der Antike, weil in der Antike konnten sie die Qualitäten feststellen, die nicht feudal waren und das herausarbeiten. Auch diese nicht totale Überschätzung der geistigen Arbeit, die dem alten Griechenland so zueignet. Diese Überschätzung der geistigen Arbeit gefällt natürlich dem Bürger, weil das ist seine Arbeit. Seine Arbeit ist die geistige Arbeit und nicht die mit Dreck und Mühsal und so weiter, körperliche Arbeit. Und das fanden die Griechen erst recht ganz schändlich, ne? Sondern das machten die Sklaven, nicht die großen antiken Helden, die beschäftigten sich nicht mehr mit Dreck und Handarbeit und sonst etwas. Also diese Überschätzung der geistigen Arbeit steckt da drin und damit auch der listige Odysseus, das erfahrene Subjekt. Außerdem ist es der große Reisende, können Sie auch so sehen. Also die Interpretation der Odyssee als ein bürgerliches Urmerkmal. Bürgerliches Urmerkmal heißt, es wird eine Geschichte auch erzählt von Homer, eine Geschichte der Naturbeherrschung und der Menschenbeherrschung. Das heißt also, der Mythos von Odysseus ist eigentlich schon ein Stück Aufklärung. Das heißt, ne, sozusagen, wir können die Natur beherrschen und das heißt auch all die mythologischen Figuren, die da auftauchen, Polyphem und diese ganze, er schafft das ja immer, er kommt da ja immer durch, der Odysseus. Polyphem, das ist der Riese, der überlistet. Ja, genau, ne? Er ist eben, nicht, er ist schlau, nicht? Der Odysseus ist schlau. Schlau heißt aber, er weiß seinen Geist zu benutzen. Ja. Also er ist stärker als Körperkräfte, er weiß seinen Geist zu benutzen. Als die Sirenen singen und so weiter, er bindet sich an den Mast. Das heißt, er kann sich selbst beherrschen. Er bindet sich an den Mast, um dieser Musik nicht zu verfallen. Ja, genau. Nicht? Und das heißt, also auch da sehen Sie, nicht die Qualitäten des bürgerlichen Subjekts sind da drin schon enthalten. Und das ist das, was eigentlich die Antike für die Bürger dann wieder so attraktiv gemacht hat und warum die sich so daran orientiert haben und warum das zum Grundbestandteil der bürgerlichen Erziehung im 18. Jahrhundert wurde und das uns noch bis ins 20. begleitet hat, heute verschwindet es. Man weiß auch nicht, sozusagen auch das ein Stück Dialektik der Aufklärung, das Verschwinden der humanistischen Bildung hat ein schlechtes
und auch ein Gutes im Grunde genommen, dass man nicht so verbildet ist, vollgestopft wird von Sachen, die einen nicht interessieren. Das heißt, es ist eine Interpretation von heute. Er sagt nicht, so war es im alten Griechenland, sondern so ist das heute bei den Bürgern. So lesen die heute die Odyssee. Nein, das ist überhaupt nicht gesagt, sondern das hat die überhaupt nicht interessiert. Sondern die haben den Stoff einfach genommen und den Stoff so interpretiert aus ihrer Sicht. Sozusagen, wir interpretieren das von 1944 aus. Und das ist auch dieses radikale Verfahren. Und da komme ich doch mal auf das, im Untertitel heißt es nämlich philosophische Fragmente. Der Schlegel hat ja selbst kritische Fragmente geschrieben. Die kritischen Fragmente bedeuteten, ich formuliere etwas geistig Anspruchsvolles. Geistig Anspruchsvolles heißt etwas, was auf Wahrheit abzielt, ohne das Vertrauen zu haben, dass es noch in den großen Systemen auftauchen kann. Und das ist eigentlich die kritische Theorie. In dem großen System, in dem großen philosophischen System. Zu der Zeit der Romantiker war es natürlich das Hegelsche System. Nicht? Oder das, was aus dem deutschen Idealismus in der Krönung Hegel herausgekommen ist. Also nicht das absolute Wissen. Ne? Und das absolute Wissen, das können wir nicht haben. Es ist zerbrochen, aber es sind Teile des absoluten Wissens und das sind die Fragmente. Und deswegen schreibe ich die Fragmente. Und das ist eigentlich genau die kritische Theorie. Nur 100 Jahre später oder 150 Jahre später. Warum will sie kein System? Die Kritik einerseits ist, dass die Aufklärung in den westlichen Gesellschaften selber zum System geworden ist. System von Menschen- und Naturbeherrschung. Deswegen Aufbrechen dieses Systems. Also Systemkritik. Ich kann aber keine Systemkritik üben, wenn ich an die Stelle des alten Systems ein neues stelle. Und jetzt kommt das enorm politische, untergründige, was zur Dialektik der Aufklärung gehört. Die bitterste Erfahrung des 20. Jahrhunderts ist nämlich, dass aus der Marx'schen Kritik der bürgerlichen Gesellschaft im 19. Jahrhundert im Sowjetkommunismus ein System der Menschenbeherrschung und das schlimmste System der Menschenbeherrschung nur noch vergleichbar mit dem Nationalsozialismus geworden ist. Wie ist das also, dass eine Kraft der Aufklärung, ganz sicher ist Marx Spätaufklärung, Kraft der Aufklärung, gesellschaftskritisch, schlägt um in ein positives System, Marxismus, Leninismus, Herrschaft von Menschen über Menschen, die wird da begründet. Dass Stalin der Oberste ist und alle anderen haben zu gehorchen, das hat ja mit Emanzipation überhaupt nichts mehr zu tun, sondern es ist umgeschlagen. Und das heißt sozusagen, im Politischen ist Aufklärung wieder in Mythos umgeschlagen. Der Mythos von Stalin, dem großen Führer. Das ist die eine Seite. Also das, was politisch zu kritisieren ist. Die andere Seite ist, die den Stalinismus überlebt, auch als kritisches Moment den Stalinismus überlebt, in der Dialektik der Aufklärung das Zukunftstreibende ist, dass die Aufklärung selber zu einem System der Herrschaft von Menschen über Menschen geworden ist. Und das sehen die, das ist ihre eigene Erfahrung, ihre lebendige Erfahrung ist nämlich die des modernen Wissenschaftsbetriebes. Der Wissenschaftsbetrieb ist nicht mehr eine Kraft der Aufklärung, sondern es ist eine verselbstständigte Aufklärung, die dazu dient, Mittel an die Hand zu stellen, wie man besser Menschen beherrschen kann. Und das ist natürlich ganz besonders eine Erfahrung, die in Soziologie, Psychologie gemacht worden ist und die sie auch praktisch gemacht haben, nämlich durch den Gang von der deutschen Mandarin-Ordinarien-Universität. Nicht? Da haben sie noch das alte System nicht? Von personaler Herrschaft, das wir in unserer Jugend auch noch erlebt haben. Nicht? Ordinarien-Universität mit seligen Angedenkens gibt es nicht mehr. Nicht? Aber dieser Umschlag, den sie dann in Amerika erfahren haben, das hat jetzt hier überhaupt gar keine anti-amerikanischen Züge. Da ist nur Amerika 20 Jahre weiter als die europäischen Gesellschaften gewesen, was die Universitäten anbetraf, in einen rationalisierten Wissenschaftsbetrieb.
Und in diesem rationalisierten Wissenschaftsbetrieb verschwinden die ganzen emanzipatorischen Kräfte der Aufklärung und gehen unter. Eigentlich im Grunde genommen zur Erforschung, wie kann ich Menschen besser beherrschen? Also das meinen Sie jetzt zum Beispiel, was weiß ich, Markttechniken, wie kriege ich Menschen dazu, natürlich, ein Produkt zu kaufen? Oder mit allem, wie kriege ich die Leute dazu? Oder wie erforsche ich eigentlich die Bedürfnisse des Publikums? Was wollen die sehen? Was kann ich denen verkaufen? Das ist nicht irgendwie eine Anti-Kommerz-Kritik, sondern wenn jeder Gedanke zur Ware wird, das verändert den Gedanken selber. Der Gedanke sozusagen wird auch dann konzipiert. Und das kennt auch jeder von sich selber. Ich meine, wir arbeiten ja beide auch mit geistigen Produkten, dass man sich schon vorher überlegt, kann ich die verkaufen? Wie mache ich das? Wie verpacke ich das? Da ist keiner unschuldig. Und das ist das Tolle daran. Das ist nicht irgendwie eine Beschuldigung. Viele Leute haben das Kulturindustrie-Kapitel gelesen als irgendwie, ja, das sind irgendwelche solche Highbrow-Europäer, die gehen nur in die Oper. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist gar nicht wahr. Auch lebensgeschichtlich ist überhaupt nicht wahr. Der Adorno und Hock haben diesen dauernd ins Kino gerannt. Die haben jeden neuen Film gesehen. Die waren ja mit dieser ganzen Filmbande waren die ja befreundet. Pro Woche gab es einmal eine Party, wo alle kamen, Chaplin, Lorden und so weiter. Mit denen hat man da irgendwie Cocktails getrunken und sich über die neuesten Filme unterhalten. Der Lev Clausen, Reflexe in der Serie Denkstoffe, heute über Dialektik der Aufklärung von Adorno und Horkheimer. Ich mache jetzt einen ganz scharfen Schnitt. Heute, Sie haben die Aktualität gerade vorher umrissen. Wenn Sie selber über Dialektik der Aufklärung reden und denken, wer will ihr Wissen haben? Ich denke an dieses berühmte Brecht-Gedicht, man soll ja nicht nur den Weisen loben, sondern auch der Zöllner, der ihnen die Weisheit abverlangt. Wer verlangt Ihnen heute diese Weisheit ab? Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie so direkt ist. Aber eins meiner Lieblingsbeispiele, und es ist mehr als ein Beispiel, ist, wenn ich mich mit Leuten über Sport unterhalte und dann zeige, was sind die Veränderungen im Sport eigentlich. Da steckt bei mir in den Überlegungen immer Dialektik der Aufklärung drin. Das ist auf der einen Seite nicht der Sport, was unglaublich Schönes ist, das heißt Körperbeherrschung. Aber Körperbeherrschung ist selber wieder was Dialektisches. Es bedeutet auch Herrschaft über den Körper. Das weiß jeder zerschundene Sportler, der sich da irgendwie nach Alpe d'Huez hochquält und ohne Doping das nicht schafft. Auf der anderen Seite ist es ein ungeheures Glücksgefühl, wenn du da oben angekommen bist in Alpe d'Huez. Oder dass irgendwie, deswegen liebe ich vielleicht Mannschaftssportarten mehr, wenn etwas glückt. Eine geglückte Kombination. Das ist auch etwas, im Grunde genommen, wo du sagen kannst, da wird etwas realisiert, was es vorher so noch nicht gab, was Spaß macht, was Freude macht, das das Leben bereichert. Und da steckt eben auch Dialektik der Aufklärung drin. Was sind die Preise, die wir dafür zahlen müssen? Zum Beispiel, was sind die Preise dafür, dass wir mehr Freizeit haben können? Auf was ist das eigentlich aufgebaut? Der ganze Reichtum, den wir haben, bei gleichzeitigem Elend, wir brauchen ja nur mal die Tagesschau anzugucken. Da haben wir schon wieder die Grundkonstellation der Dialektik der Aufklärung. Ich sitze da prima mit meinem wunderbaren Abendcocktail vom Fernsehen und gucke mir das an und dann sehe ich plötzlich Somalia oder weiß der Teufel was. Ich lese ein wunderbares Buch von einem großartigen chinesischen Schriftsteller und dann weiß ich, das ist der Preis für dieses Buch ist ungeheuer hoch, nämlich dass der einen ganz entscheidenden Teil seines Lebens im Gefängnis erlebt hat. Und das heißt also, der Genuss, in dem Augenblick dieses Buch zu lesen, ist mit einem ungeheuren Preis erkauft. Und da haben sich eigentlich im Grunde genommen die Dialektik der Aufklärung als lebendige Gegenwartserfahrung.